Der Tianshan erstreckt sich über 2000 Kilometer Länge und 800 Kilometer Breite von Usbekistan bis nach Westchina. Sein Herz ist die Region im kirgisisch-chinesischen Grenzgebiet, wo zwei Berge die 7000er-Marke überschreiten. Er ist eine gewaltige, auch heute noch ursprüngliche Hochgebirgswelt von großer Faszination. Tianshan ist chinesisch und bedeutet so viel wie Himmelsgebirge. Dieses Gebirge bestimmt den Charakter Kirgisistans, nimmt es doch 65% der Landesfläche ein. Dementsprechend liegen nur 15% des Landes unter 1500 Metern, ein Drittel jedoch über 3000 Meter. Bis in eine Höhe von 1500 Meter besteht das Land aus Hochplateaus mit steppenartiger Vegetation. Die wurde allerdings durch weitläufige Bewässerungssysteme für das Betreiben von Landwirtschaft urbar gemacht. Ab 1500 Meter Höhe herrschen Hochtäler mit alpinen Wiesen und Weiden vor, die bis an die Schneefelder und Gletscher heranreichen. Zu Kirgisistan gehört aber auch der Issyk-Kul-See. Er liegt auf 1600 Metern Höhe und ist nach dem südamerikanischen Titicaca-See der zweitgrößte Gebirgssee der Erde. Der Binnenstaat Kirgisistan hat eine Landesfläche von rund 200.000 Quadratkilometern. Das entspricht zwei Drittel der Fläche Österreichs, auf der aber nur 5,5 Millionen Einwohner leben. Sie entstammen mehr als 80 verschiedenen Nationalitäten mit jeweils ihrer eigenen Kultur. 65% der Einwohner sind Kirgisen. Sie werden aufgrund ihrer Sprache den Turkvölkern zugerechnet. Die nächstgrößeren Gruppen sind mit 14% die Usbeken und mit 12% die Russen. Das kirgisische Volk stammt nach heutigen Forschungsergebnissen ursprünglich aus den nördlichen Altai-Bergen. Der hohe Stellenwert der Jurte lässt sich leicht an der Tatsache ablesen, dass die Nationalflagge das Gestänge einer Jurte um die obere Rauchabzugsöffnung darstellt. Die Strahlen im Kreis stellen die verschiedenen vereinigten kirgisischen Stämme dar. Bischkek hat viele Basare. Der größte, bunteste und vielfältigste ist der Osh-Basar im Westen der Stadt. Hier sprudelt den ganzen Tag über das Leben und man fühlt sich an die Zeiten der Seidenstraße erinnert. In der Gebirgszone zwischen 2000 und 2500 Metern Höhe dominieren Wiesen und lichte Wälder. Neben der Rinder- und Schafzucht nimmt vor allem die Pferdezucht in der kirgisischen Kultur einen zentralen Platz ein. Seit über 3000 Jahren züchten die Menschen in diesem Land Pferderassen, die an die Bedingungen des Nomadenlebens angepasst sind. Die Tiere sind klein, aber ausdauernd und wendig. Pferde sind der Stolz jeder kirgisischen Familie. Bereits kurz nach dem Aufbruch gibt es die erste Bachüberquerung. Diesmal geht es in Bergschuhen, was deutlich Zeit spart.
Die Nomaden auf ihren Pferden tun sich deutlich leichter als wir. Es bleibt unklar, ob sie über unsere Trekkingtätigkeit staunen oder für uns ein attraktives Fotomotiv abgeben. Anschließend steigen wir zum Jenalach-Pass auf, der 3510 Meter hoch ist. Unser Lagerplatz auf 2950 Meter Höhe liegt etwas oberhalb nördlich des Flusses Sarjats und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die gegenüberliegenden vergletscherten 4000er Gipfel. Da das Lager heute deutlich niedriger liegt als an den vorangegangenen Malen, ist es auch verhältnismäßig warm. Unsere Zelte stehen mitten auf einer Edelweißwiese. Das Edelweiß ist in allen Gebirgen Eurasiens verbreitet. Sein bevorzugter Standort sind die hochgelegenen Steppengebiete und die alpinen Rasen. Im Tian Shan kommt es in 4 Unterarten vor. Der blendend weiße Schimmer auf den Hochblüten entsteht durch tausende kleine Luftbläschen in dem krausen Haar, die das einfallende Licht reflektieren. Die heutige Etappe startet gleich mit einer Flussdurchquerung. Da der Fluss vom Gletscher gespeist wird, ist der Wasserstand am Morgen deutlich niedriger als nachmittags oder abends, sodass wir keine Probleme haben, ans andere Ufer zu gelangen. Der Pic Bopeba ist mit 7439 Metern der höchste Berg im Tian Shan. Über ihn verläuft die Grenze zwischen Kirgisistan und der Volksrepublik China. Pic Bopeba heißt auf Russisch Siegesspitze. Er wurde erst im Jahr 1956 erst bestiegen. Der Pic Bopeba ist ein schwer zu ersteigender Berg und von den Anforderungen mit denen eines leichten 8000ers zu vergleichen, denn oben wehen oft Schneestürme von Orkanstärke. Fliegen, zieht der südliche Ilinscher Gletscher unter uns vorbei. In ihn ergießen sich von Süden die beeindruckenden Gletscherströme der Kaschaltau-Kette, deren Hauptgipfel alle über 6000 Meter hoch sind, kulminierend im Pic Bopeba. Dann schwenken wir nach Nordwesten und fliegen direkt zwischen den Gipfeln der Sarjat-Kette hindurch. Diese besteht aus 2 ost-west verlaufenden Bergketten, deren Gipfel immer noch 5000 bzw. 4500 Meter Höhe erreichen. Bye.
letzte eisbedeckte Gebirgskette ist die Terskay-Alatau-Kette, die nur noch maximal 4000 Meter hoch ist und deren Bergflanken deutlich sanfter abfallen.